Herzlich willkommen zum nächsten Work-In von Schulsportwelten. Detlef und ich zeigen euch heute ein paar Übungen an der Wand. Ein bisschen Sport mit der Wand, wir brauchen nicht viel Platz. Genau. Inhalt wird sein ein lockeres Warm-up. Der Hauptteil wird ein Kraftprogramm sein und hinten raus hier eine entspannte Dehnung. Genau. Gut. Dann. Fang erstmal ganz einfach an, uns zu mobilisieren. Dafür stellen wir uns mit dem Rücken so einen halben Meter vor die Wand. Genau, Wand oder Tür zu Hause reichen auch. Genau. Und wir drehen unseren Oberkörper und touchieren die Wand mit beiden Händen. Das wird am Anfang noch nicht so weit sein. Drehen. Mach das vorsichtig. Wenn euch schwindelig wird, dann macht es nicht so schnell oder macht eine kurze Pause. Genau. Man kann natürlich auch noch ein bisschen weiter drehen dann. Die Hände. Ich halte hier noch einmal an, bleibe so ein bisschen da in der Dehnung. So. Gut. Dann rutschen wir jetzt ein bisschen näher an die Wand ran oder an die Tür. Meine Füße sind jetzt ungefähr so einen halben Fuß breit, sag ich mal, noch von der Wand entfernt. Wir gehen langsam mit dem Oberkörper runter. Langsam runter, nicht nach vorne fallen nach Möglichkeit. Die Hände gehen in einem Schiemann runter zu den Füßen und dann auf die Erde. Und wir gehen einmal nach vorne, halten kurz und gehen den gleichen Weg wieder zurück. Okay. Das Ganze machen wir noch zweimal. Genau. Langsam. Ganz kontrollierte Bewegung runter. Dann nach vorne. Dann können wir jetzt vorne noch mal einen Liegestütz machen. Ein Liegestütz, genau. Und gehen dann wieder langsam zurück. Ein letztes Mal. So, einmal linke Hand an rechte Schulter, rechte Hand an linke Schulter, ein Liegestütz und zurück. Okay. Gut. Letzte Warmmachübung. Wir drehen uns nochmal andersrum zur Wand und lassen uns erstmal so ganz einfach gegen die Wand fallen. Und drücken uns zurück, so einen stehenden Liegestütz. Genau. Jetzt haben wir unsere Hände schulterbreit auseinander, vor der Brust. Wir können sie aber auch versetzen, die Hände. Ein Arm oben, ein Arm unten. Dann gehe ich mehr links rüber, zur rechten Seite. Nehmen die Hände mal ganz eng zusammen, ganz weit auseinander, weit auseinander, weit auseinander. Okay, kurz ausschütteln. Es geht weiter, nur jetzt versuchen wir uns nur mit einer Hand im Wechsel immer abzuschützen. Also ich fange mit rechts an, links, man kann auch ein bisschen in die Knie dabei gehen. Auch erstmal so auf Brust-Augenhöhe. Und dann könnt ihr die Hände woanders platzieren. Jetzt habe ich mal diagonal gemacht. Mal nach oben. Mal ganz nah dran. Diagonal. Ich kann auch mal die Hände drehen, dass die Finger nach unten zeigen. Ich kann nochmal ganz tief runtergehen, in die Knie, mit zwei Händen. Noch jeder einmal. So. Das soll es eigentlich sein fürs Warm-up. Und jetzt wollen wir unseren Kräftigungsteil machen. Wir haben insgesamt
6 Übungen, die wir jeweils 3 Durchgänge machen. Genau. Und danach wir hoffen, ja, sind wir, glaube ich, auch fertig. Genau, das macht Spaß. Also wir werden versuchen, alle Muskelgruppen im Körper zu beanspruchen. Wir fangen an mit der Liegestützplanke. Das heißt, die Beine kommen oder die Füße kommen an der Wand. So wie das Leonie jetzt einnimmt. Je waagerechter ich stehe, desto anspruchsvoller wird das. Ne? Also wenn ich die Beine ein bisschen steiler stelle, desto entspannter ist das. Wir werden das 3 mal 15 Sekunden, haben wir gesagt. Ne? So innere Uhr läuft mit. Ne? Okay, wir können jetzt zum jeden Mal können wir es ein bisschen steigern. Also relativ steil. Das Atmen nicht vergessen. 5 sind weg. 10. 2. 1. Ab. So. Kurz ausschütteln. Gut. Gleiche Position. Ich fange wieder relativ steil an und gehe dann ein bisschen weiter runter. Auch wieder 15 Sekunden in der Ausgangsposition an. Genau, variiert da einfach je nachdem. Genau, jeder. Wie anstrengend es für euch ist. Genau, und das ist immer noch eine saubere Ausführung. Es versucht nicht durchzuhängen und es darf auch nach Möglichkeit nichts wehtun. Ich gehe ein bisschen nach vorne und rutsche ein bisschen runter. So, und 5, 10. Und ab. Gut. Einmal noch. Das war für mich schon fast final, sage ich mal. Es gibt natürlich welche von euch mit Sicherheit, die können wahrscheinlich hier wirklich im rechten Winkel an der Wand sein. Wer es hinkriegt, den wollen wir nicht aufhalten. Letzter Durchgang. Ja, einmal noch alles rausholen. Genau. Langsam runterrutschen und los geht's. 5, 10, 3, 2, 1. Ich bin froh, dass ich abgehen darf. Jawohl, sauber, prima. Klasse, erste Übung geschafft. Genau, folgen nur noch 5. Nein, leider nur noch 5, muss man sagen. Ne? Okay. Wir verlassen die Armmuskulatur. Es geht zum Sit-Up. Genau, den kennen die meisten wahrscheinlich. Wir setzen dafür jetzt die Füße an die Wand oder an die Tür. Genau. Und versuchen dann mit unseren Händen an unsere Füße an die zu kommen. Knöchel sollen die möglichst sogar nicht mit Schwung, genau, sondern wirklich Muskeln im Bauch anspannen. Genau. Wir wollen das 3 mal 10 machen. Okay, seid ihr bereit? Und los geht's. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gut. Beine runternehmen. Kurz durchschlaufen. Okay. Zweite. Nächster Durchgang. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jawohl. Zweiter Durchgang ist auch geschafft. Noch einmal. Auch wenn es jetzt ein bisschen brennt, bleibt da dran. Ist soweit? Ja. Okay, dritte. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, jawohl. Wenn es jetzt wirklich ganz dolle brennt, man kann sich ja ganz kurz einmal den Bauch leicht aufdehnen. Oh, schönes Gefühl.
Geht. Okay. Nächste Dann kommen Übung. Wir zur nächsten Übung. Ich glaube, das wird auch die schwierig. Schlimmste. Ja. Es ist ähnlich wie eben. Wir gehen in die Liegestütz-Schenkposition. Genau. Beine an die Wand. Ja, vielleicht kennt ihr das ja aus der normalen Position, dem Mountain Climber. Und das machen wir diesmal mit der Wand. Zack. Genau. Okay. Jawohl, wir wollen das... Bevor es richtig losgeht, dann. Genau, wir haben gesagt, jedes Bein fünfmal, also dreimal zehn, fünf jede Seite. Auch da variiert immer nach der Höhe. Okay, und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ja, Anstrengungsgrad, je nachdem wie steil wir die Beine anstellen. Also man kann natürlich auch die Beine zur Seite nehmen, diagonal nach vorne reinschieben, wie es beim normalen Mountain Climber auch ist. Wir lassen das heute erst einmal gerade nach vorne. Zweite? Ja. Okay. Gehen wir noch ein Stück tiefer. Ich versuch's mal. Ausgangsposition. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Hui. Jawohl. Sauber, Leonie. Einmal noch. Also ihr merkt, wir pusten auch ganz schön. Und wenn der Kopf ein bisschen rot wird, ist auch nicht schlimm. Okay. Dritte und letzte. Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Oh. Halbzeit. Hilft es gemacht? Auch geschafft. So. Für die nächste Übung stellen wir uns wieder an die Wand, ein Stück davor und setzen uns dann an der Wand hin. So als ob unter uns ein Kasten, genau, ein Stuhl stehen würde. Wollen wir machen. Oh. Insgesamt 3x15, erste Variation. Schwuppdiwupp. Ganz einfach nur halten. 15 Sekunden haben wir, ne? Nicht Wiederholungen. Gucken wir mal. Oberkörper gerne noch die Arme wegnehmen. Wer zu Hause so eine Oberschenkel hat, richtig kräftig ist, kann natürlich nur hier zwei Wasserflaschen in der Hand haben. Das geht auch. Noch 5. 2, 1, ab. Gut. Genau, das war jetzt der Standarddurchgang. Jetzt kommen noch gleich ein paar Gemeinheiten dazu. Genau. Okay. Und zwar heben wir jetzt immer abwechselnd, gehen wir auf die Fußspitzen. Genau, 90 Grad Winkel und man könnte auch beide gleichzeitig heben, das geht auch. Oder halt, so wie Leonie gesagt hat, im Wechsel. 3, 2, 1 und gut. Jetzt brennt schon ein bisschen mehr. Ja, und ich glaube, einen jetzt Durchgang kommt haben wir noch. Die schwierigste Variation. Ne? Wir erklären es schon mal vorher. Wir gehen runter in die gleiche Position und werden ein Bein nach vorne anheben. Ein paar Sekunden halten, absetzen und dann das andere Bein. Okay, bist du soweit? Wollen wir? Mhm. Okay. So. Okay, so und. Halten. Länger halten. Genau. Und Wechsel. Kurz sortieren, andere Seite. Oh, das war Zitter bei mir. Und noch einmal, andere Seite, wechseln. Und letzte.
Okay. Prima. Auch da sind euch. Ihr könnt ihr viel, viel länger halten oder auch kürzer, je nachdem, was eure Oberschenkel hergeben. Zwei Übungen haben wir noch. Genau. Nochmal eine Sit-Ups-Variante. Diesmal kommt das Gesäß an die Wand oder an die Tür, schließt komplett ab. Beine sind gerade nach oben. Und wir werden 3x10 versuchen, unsere Hände an die Füße zu bringen. Und 1, 2, 3, 4. 10 könnt ihr euch anziehen. 6, 7, 8, 9, 10. Ja, ich glaube, so richtig gerade sind meine Beine auch nicht. Aber das ist nicht ganz so schlimm. 2 Durchgang? Ja. Okay. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Noch ein. Okay. 3, rutschen mal ran. Und los. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und letzte 10. Jawohl, der dritte Durchgang, der war schon ein bisschen schwieriger. So, ich habe es gleich geschafft. Letzte Übung. Wir bleiben unten, ne? Genau. Genau, die Position bleibt ähnlich. Wir gehen wieder ein bisschen weiter von der Wand weg. Die Füße stellen aber wieder gegen die Wand. Und dann heben wir unsere Hüfte ab. Genau, Hände rechts und links, nehmen das Gesäß in die Hüfte und Becken hier. Und senken dann ab und heben wieder an. 2. Das machen wir auch 10 Mal und davon 3 Durchgänge. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gut. Und der zweite Durchgang. Wer es noch schwieriger haben möchte, kann jetzt auch mal ein Bein abheben. Dann machen wir 5 mit dem einen und 5 mit dem anderen Bein. 5. Jawohl, super. Okay. Und letzter Durchgang von dem kräftigen. Hast du noch eine Steigerung? Nein, ne? Das ist ja okay. Ich glaube nicht. Na, dann machen wir 15 jetzt. Deadlift ist noch nicht ausgelastet. Machen beide, 5 beide ran. 5 rechtes Bein, 5 linkes Bein. Okay. Okay. Und 1, 2, 3, 4, 5 und 1, 2, 3, 4, 5 wechseln und letzten 5, 1, 2, 3, 4, 5. Jawohl. Sehr gut. Super, geschafft. Ast rein. Dann wollen wir abschließend noch ein bisschen dehnen. Fangen wir oben an. Wir haben ja von unserer Liegestütz gemacht an der Wand und auch hier in der Plank. Einen Arm nach oben nehmen und ein bisschen reindrehen, sowas in Schulter, Brustmuskulatur und ein wenig die obere Armmuskulatur aufgedehnt wird. Entspannen, wechseln.
Okay. Jetzt gehen wir ein bisschen tiefer. Und zwar Hüfte und Oberschenkelmuskulatur. Weil ein Bein kommt an die Wand. Stellen wir auf. Das andere zeigt nach vorne. Und die Hüfte wird nach vorne geschoben. Gerade nach vorne. Wer möchte, kann jetzt auch hier in dem Fall die rechte Hand über das linke Knie gehen und sich so ein bisschen verdrehen. Wechseln, andere Seite. Genau das Gleiche. Und nochmal verdrehen, genau. Genau, man kann auch mal an der Wand sich festhalten. Wunderbar, geht alles. Okay. Und letzte Dehnübung. Gehen wir nach unten zur Wade. Beide Füße zeigen nach vorne zur Wand hin. Vordere Bein darf angeknickt sein, hintere Bein ist gestreckt und der Hacken wird in die Erde gedrückt. Wechseln. Jawohl. Gut. Das war's. Genau, das soll es gewesen sein für heute mit dem Work-In. Vielen Dank fürs Mitmachen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Überlegen wir uns wieder 2, 3 neue Übungen. Bis dann. Ciao. Tschüss.